Hansel Erwin, ja, habe ich wieder aufleben lassen, weil sie einfach sehr interessante Figuren sind. Vor allem den Erwin. Klaus nicht so. Aber Erwin hat schon all diese Lebenserfahrung hinter sich. So, das war die erste Frage, die ich beantwortet habe von der Zeitschrift Rolling Stone. Es gibt ein Interview mit mir. Und die zweite Frage lautete, ist die Reaktion eine Reaktion auf das Corona-Jahr 2021 mit all seinen Einschränkungen? Ich sag mal so. Das sagt so einiges aus. Aber ob das mit Corona zu tun hat, ist mir eigentlich ein bisschen egal. Denn ich lasse mich doch nicht von einem Virus irgendwie beeinflussen oder beeinträchtigen in meiner Schaffenskraft. So ein Blödsinn. Wie planst du deine Tournee in Covid-Zeiten? Welche Herausforderungen stellen sich da? Naja, hier in dieser Zeit, jetzt im Sommer, wird es so sein, dass viele Leute ziemlich weit auseinandersitzen bei den Konzerten und eigentlich nur eine kleine Anzahl von Leuten erlaubt ist, wegen der Corona-Schutzverordnung. Und deshalb, wir sitzen auf der Bühne auch ein bisschen weit weg vom Publikum. Also ich habe so das Gefühl, da kann keine Stimmung aufkommen, aber ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Und meine Herausforderung ist immer dieselbe. Ich muss viel Auto fahren und das ist auch eine Herausforderung im Straßenverkehr, überhaupt immer den richtigen Weg zu finden. Die nächste Frage ist, du interpretierst überwiegend amerikanischen Jazz. Warst du zur Inspiration schon mal in den USA? Zwei verschiedene Sprachen auch, zwei verschiedene Fragen. Die erste, ich interpretiere überhaupt nicht, weil ich immer erfinde. Ich habe aber Vorbilder, muss ich bekennen. Thelonious Monk, Sonny Rollins, aber auch Scott Joplin, Art Tatum, Bud Powell, Teddy Wilson. Eigentlich alle Leute, die ich schon mal live gesehen habe. Teddy Wilson habe ich mal live gesehen. Buddy Rich, Sammy Davis Jr. Das sind so meine Vorbilder. Und klar, als deutscher Junge, der irgendwie in den 50er Jahren geboren ist, kam man, wenn man wollte und wenn man das Glück hatte, auch irgendwann mit Jazz in Berührung. Durchs Radio zum Beispiel. Meine Oma hatte mir ein Radio geschenkt. Da war ich 6 Jahre alt. Und dann habe ich immer unter der Bettdecke, habe ich immer nachts Radio gehört, heimlich, weil ich fand das toll. BFBS hieß der Sender, ein englischer Sender. Die haben durchweg Rock'n'Roll gespielt, aber meistens auch dann Blues und Jazz, Louis Armstrong, aber auch Elvis Presley. Und so kam ich ziemlich früh in Berührung mit dieser Musik. Die kam natürlich aus Amerika, wie vieles aus Amerika kam. Zum Beispiel auch der Straßenkreuzer, den einer unserer Nachbarn fuhr. Ich war noch nie in den USA. Ich weiß auch gar nicht, ich habe mich bis jetzt nie getraut. Früher wollte ich da gerne mal hin, so als ich 19 war, mit meiner Hammond-Orgel, wäre ich dann irgendwo vielleicht an einer Ecke gestanden, aber ohne Strom läuft die Orgel nicht. Und ich habe gehört, man braucht eine Green Card. Und um die zu bekommen, muss man irgendwie da auch irgendwie angemeldet sein und einen Wohnsitz haben und so. Und dann habe ich gedacht, ah, nee, dann kann ich da ja gar nicht hin. Da kann ich ja gar keine Musik machen. Das ist ja praktisch sozusagen verboten. Dann bleibe ich lieber hier und mache hier Musik. Und das ist mir eigentlich ganz, ganz gut bekommen. Ich spiele gerne Musik. Ich bin Musiker. Das ist vielleicht der Grund dafür. Time.
beschreiben, der viel zu schnell gespielt wurde von mir, weil ich will ja langsam auch jetzt hier fertig werden. Scott Joplin hatte ich eben schon mal erwähnt. Ragtime finde ich klasse. Überhaupt die Idee, die dahinter steckte, das ist so spätes 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, natürlich in Amerika aufgekommen. Scott Joplin war einer der ganz großen Komponisten des Ragtime und ich wollte einfach mal so auch sowas machen, weil ich das finde ich das total gut. Und das klingt auch so, als wäre das uralt, aber ist neu, nagelneu. Ich wollte einfach damit mal sagen und beweisen, dass man Sachen machen kann, die zeitlos sind. Also ich finde das zeitlos, finde ich ganz toll. Hier steht Du Covers, ein Beginning to See the Light von Duke Ellington, Ella Fitzgerald. Ich cover das ja nicht, ich habe nur die Melodie aufgenommen hier. Verspielt, aber das macht ja nichts. Heißt ja auch spielen, da kann man sich ruhig mal verspielen. Ja, ich habe da keinen Plan gehabt. Ich habe einfach nur einfach aufgenommen. Und bei mir läuft eigentlich nie so was nach Plan. Sogar hier diese Aufnahme, hier Großstadtgemecker, das hört sich ja so ein bisschen sehr planlos an und das kann man, denkt man ja nur, natürlich nur mit Plan machen. Gut, der Plan ist, ich muss ein Instrument am Anfang spielen. In dem Fall war es, glaube ich, Schlagzeug. Und dann habe ich ein paar andere Instrumente dazu gespielt und habe ich gedacht, ach, das ist ja so ein bisschen, hört sich an, wie wenn ich durch eine Großstadt gehe. Autohupe, Straßenbahn, Menschen, dann Feuerwehrwagen und in so einem Oma-Café sitzen und unterhalten sich über ihre Männer und sowas alles. Das habe ich dann praktisch ja, in meinem Leben sowieso aufgenommen. Ich bin ein sehr offener Mensch. Ich höre immer zu und gucke immer zu. Ich gucke mir Leute an. Ich könnte mir stundenlang Leute angucken, die durch die Straßen gehen. Finde ich einfach sehr interessant und das ist auch ein Teil meiner Arbeit geworden, dass ich das ausdrücke damit, mit Musik, irgendwie. Was jetzt genau dann praktisch wie gesehen wird, ist nicht unbedingt meine Sache. Ich bin Künstler. Ich mache was und der Zuschauer oder Zuhörer kann dann selbst entscheiden, wie er das findet. Le Baguette habe ich nur so genannt, weil das so ein bisschen französisch klingt. Und Le Baguette ist ja auch ein französisches Brot und erinnerte mich an meine ersten Urlaube. Als ich so 17 war, bin ich mal getrampt durch Frankreich und dann konnte ich mir ganz zum Schluss nur noch so ein Brot leisten. Und dann bin ich in eine Bäckerei gegangen und habe gesagt, Pain, weil ich konnte überhaupt gar kein Französisch. Und es ist deshalb so ein bisschen, klingt so ein bisschen so humoristisch, die französische Musik, weil man denkt dann unwillkürlich an Louis de Funès oder Fantomas. Louis de Funès jagt Fantomas. Oder aber auch ruhig mal Peter Sellers, der rosa-rote Panther. Ist zwar jetzt nicht französische Musik, aber es fällt mir alles dazu ein, wenn ich hier diese Musik höre. Zufall. Sohn in der Band spielt, hat schon Vorteile. Man muss jetzt keinen irgendwie abholen oder so, der ist sowieso schon da. Oder man muss auch nicht an einer Straßenbahnhaltestelle auf den Schlagzeuger warten. Nein, der ist ja schon da und das Schlagzeug ist schon eingepackt, da können wir losfahren. Außerdem gucke ich immer beim Catering, dass wir was Leckeres zu essen kriegen. Da kann er mir bei helfen, weil so Kinder haben ziemlich Erfahrung mit Sachen, die schmecken. Wie zum Beispiel ein leckeres Eis mal zwischendurch und so. Oder ein Pudding. Also das sollte man ab und zu mal einnehmen. Musik.
alte Klavier hatte ich ja eben schon vorgespielt. Einfach in Halbtonschritten runter, irgendwann kommt man unten an. Blues, Blues, Blues. Blues ist mein Ding. Egal was ich spiele, zum Beispiel Beethoven. Mondscheinsonate. Kann es, wie ich gerade demonstriert habe. Das wollte ich mal machen, dass ich habe ein Lied gemacht, wo einer hustet und die Musik von Beethoven, die beiden Musiken für Elise und Mondscheinsonate sind eigentlich ganz gut geeignet, um die Ernsthaftigkeit der Musik einmal hervorzuheben und gleichsam auch das Spiel, und das geht ja um Spielen, man spielt Musik, es ist für mich ein Spiel, wenn ich Musik spiele, bin ich wie ein Kind vielleicht, kann man schon so sagen. Bach, Händel, aber auch die Jazzvorbilder, ob ich regelmäßig übe. Ich spiele, wenn ich kann, auf dem Klavier. Dieses Klavier, das ist ein Flügel, von 1888, ist mir ganz lieb geworden. Ich habe es mal in einem Berliner Musikgeschäft im Schaufenster gesehen, bin reingegangen, habe es gekauft. Der Typ ist aus allen Wolken gefallen. Da stand es in meinem Wohnzimmer. Und der hat das dann noch gestimmt. Der Joachim hieß er. Oder heißt er? Muss ich auch mal wieder anrufen. Der hat noch gestimmt ohne Stimmgerät, sondern einfach am Ohr. Das Ganze. Jetzt werde ich aber müde. Die vielen Fragen haben mich doch sehr angestrengt. Auf Wiedersehen.